Von daher werde ich mit der Mannschaft in Mallorca meinen Weihnachten verbringen. Großer Tannenbaum und der Weihnachtsmann kommt immer da vorbei und ja, sehr ruhig mit der Familie, Freunde und viel Essen. Letztes Jahr waren meine Familie und Familie meiner Freundin waren alle hier, aber es war schon logistisch schon ein bisschen heftig. So jetzt haben wir uns entschieden, um das in Holland zu feiern. Du bist der Weihnachtsmann oder ist das ein Bestellten? Nein, jemand anderes. Ich kann das nicht, noch nicht, aber für meine Tochter ist das natürlich schön, dass der Weihnachtsmann sehr traditionell, natürlich mit Weihnachtsbaum, mit Singen, auch mit in die Kirche gehen, so wie es sich eigentlich auch gehört. Und gemütlich, besinnlich und natürlich gibt es auch das andere Geschenk. Kommen eigentlich alle Familienmitglieder zusammen, sind nicht so viele bei uns, sind 14 Leute, glaube ich. Jetzt mal mit nach Hause zu Familie Kofeld ins Wohnzimmer. Wie können wir uns so einen Weihnachtsabend vorstellen bei euch? Ja, wie du ja weißt, mache ich sehr, sehr viel, rede gerne über Fußball, aber so gerne ich euch mag, in mein Wohnzimmer kommt nur meine Familie. Von daher. Ich will nicht in dein Wohnzimmer, nimm die Fans einfach mit. Ja, auch die nicht, tut mir leid. Leider ist mein Weihnachten erst später, am 7. Januar. Von daher werde ich mit der Mannschaft in Mallorca mein Weihnachten verbringen. Wir können Sie alle auf dem Weihnachtsmarkt treffen und dann darüber reden, wie Weihnachten. Würde ich nicht zu laut sagen, ich treffe mich mit dir auf dem Weihnachtsmarkt. Würstchen und Kartoffelsalat. Porkkanalaatikko, lanttulaatikko ja perunalaatikko. Du und ich schenken uns gegenseitig nichts. Wir beschenken lieber unsere anderen Familienmitglieder. Jojo und ich sind fast jeden Tag zusammen und müssen uns nichts schenken. Was wünschen sich die Kinder? Ja, Spielzeuge, die normale Sache. Die, für die ich verantwortlich bin zu Hause, die habe ich schon besorgt. Welche sind das? Ja, insbesondere das für meine Frau. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Einfach ein bisschen Ruhe, Besinnlichkeit und ja, dass man eben auch mal, auch wenn es sportlich, beruflich vielleicht nicht ganz so gut läuft, trotzdem ein paar besinnliche Stunden auch in der Familie verbringen kann.